Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Börsentrainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema Freihandelübung kontra maschinengeführte Übung. Hab ein bisschen was zum Essen dabei, zum Thema Low Carb. Muss nämlich ein bisschen was essen, bin noch nicht zum Essen gekommen. Aber ihr seid ja gierig auf die Videoclips, auf neue Infos und somit müsst ihr es ertragen, dass ich zwischendurch ein bisschen Kaffee trinke und ein bisschen was esse. Sind apropos Low Carb Muffins aus Pancake Teig mit ziemlichem Quark aufgepackt, ein bisschen Zimt und ganz kleinen Apfelstückchen drin. Schmeckt verdammt lecker. Eigentlich habe ich auch noch einen. Also zum Thema. Freihandelübung, Mehrgelenksübung kontra maschinengeführte Übung. Was ist besser, was ist schlechter, was hat Vorteile, was hat Nachteile? Grundsätzlich mal eins vornherein. Das heißt nicht, dass das eine was ist, das andere ist nichts. Jedes dieser Art von Training, Freihandelübung wie auch maschinengeführte Übung, macht seinen Sinn. Und zwar, wenn man es richtig anwendet. Ganz klar, im Vorteil ist immer die Freihandelübung. Warum? Ganz einfaches Beispiel. Ihr geht her und nehmt einen Proband X, der noch nie Sport ausgeführt hat, also zumindest keinen Krafttrainingssport. Und mit dem macht ihr ein Jahr lang maschinengeführte Übung. Alle Maschinen durch, auch Kniebeugemaschine, Beinpresse, Bankdrücken und so weiter und so fort. Nach einem Jahr kann er das perfekt. Ist ja auch nicht so schwer, wenn man es einigermaßen anständig gezeigt bekommt. Die Maschine hat eine Führung, das heißt, ich muss ja aufs Gleichgewicht gar nicht achten. Nach einem Jahr nimmt ihr den raus und macht mit dem Freihandelübung. Ihr werdet feststellen, dass dieser nicht wesentlich besser ist bei der Ausführung wie ein purer Anfänger mit dem Freihandelübung. Warum? Weil sein koordinatives System nicht geschult ist. Geh her, dreh das Ganze um, mach ein Jahr lang mit einer Person X, der noch nie Krafttrainingssport betrieben hat, mache ich mit dem Freihandeltraining. Alle Übungen, die es gibt, vom vorgebeugten Rudern, Kreuzheben, verschiedene Beine, Kniebeuge und so weiter, Bankdrücken. Mach das ein Jahr und geh mit dem dann nach einem Jahr in maschinengeführte Übung. Was stellt man fest? Jede Maschine, sei sie noch so kompliziert von der Bewegungsausführung, wird er mit links beherrschen, ohne Probleme und wird gleich mit relativ großen Gewichten anfangen können. Warum? Weil natürlich die Freihandelübung ganz klar im Vorteil ist, weil hier das koordinative System mittrainiert wird und zwar maximal geschult wird und natürlich hier die Stabilisatoren mitarbeiten. Und das ist auch ganz wichtig für den Muskelaufbau. Wenn natürlich umso mehr Muskelgruppen gleichzeitig bei der Arbeit sind, umso höher ist eigentlich der Belastungsgrad des Körpers. Und wir haben gelernt, geh nur den höchsten Widerstand im Krafttraining, nicht den Weg des geringsten Widerstands. Das macht keinen Sinn. Und Maschinen sind der Weg des geringeren Widerstandes. Das heißt aber nicht, dass Maschinengeführte um nichts sind, sondern ich muss es sinnvoll einsetzen. Den größten Anteil im Jahr arbeite ich mit Freihandelübungen, um natürlich eine entsprechende Grundmasse aufzubauen. Anhand meiner Bewegungsabläufe, die, so hoffe ich natürlich, ganz klar bewusst sind, nicht instinktiv, erreiche ich natürlich ein gewisses Muskelbild. Hier und da wird es definitiv Muskelgruppen geben, die vielleicht nicht ganz so sich anpassen, was das Muskelzuwachs anbetrifft, wie andere Muskelgruppen. Was mache ich mit denen? Mit denen kann ich dann circa vom gesamten Jahr gesehen, von 12 Monaten, 2 Monate, 8 Wochen, bis 12 Wochen maximal mit Isolationsübungen arbeiten, um diese schwachen Muskelgruppen auszuarbeiten. Da sind die maschinengeführten Übungen ganz gut, weil ich da natürlich eben für den einen oder anderen, der diesen Zielmuskelfokus nicht beherrscht, wesentlich besser absolvieren kann, um den Zielmuskel zu treffen. Somit heißt es nicht, dass die eine Übung was ist, die andere ist nichts. Der eine kann es, der andere kann es nicht, wie es oftmals gestritten wird. Es ist nur die Frage, wie wende ich sie richtig an. Und wenn ich die maschinengeführten Übungen richtig anwende, dann macht das auch Sinn. Aber den größten Anteil verbringe ich immer mit freien Übungen. Warum? Weil es eine wesentlich höhere Effizienz hat. Das war's zum Thema maschinengeführte Übung kontra Freihandelübung. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Eure Fitness, meine Aufgabe.